hab auch keine Munition. Der ist am Arsch der Welt hier. Ich hab auch keine Munitionsanzeige und nix. Ja, dann, frohes Schaffen, ne? Mal gucken, ne? Also, wir haben jetzt ungefähr 9,5 Kilometer, also, Fabian, erzähl doch mal einen Schwenk aus deinem Leben. Nö. Gut. Fabian hat keinen Bock mehr auf das LP, dann beenden wir das jetzt hier, machen den Channel zu, dann... Ja, du bist ja sehr optimistisch. Auf einmal ist er wieder mit dabei. Fallschirm ein. Zeig deinen Fallschirm auf deinem Rücken an. Ah, finde ich gut. Panzerung. Warum willst du einen Fallschirm auf dem Rücken haben? Helm. Keine Ahnung, finde ich mal lustig. Ah ja. Rauchspur. Kippen. 14. Du willst aber nicht wirklich das Rauchen anfangen, oder? Rauchen ist ungesund. Ich wollte gerade sagen, Rauchen ist gesund. Okay. Rauchen ist jetzt, gesund! Das habt ihr nicht gehört, Fabian. Alle Zigaretten! Fabian, sowas kannst du nicht sagen. Was sollen denn die ganzen kleinen dreijährigen Kiddies denken? Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich bin heute von der Schule gekommen, stand an der Ampel, geht da so ein, keine Ahnung, neunjähriger, nein, noch nicht mal, neunjähriger kleiner Mensch vorbei. Und er erzählt erstmal seinem kleinen Kumpel mit blondem Haar neben ihm. Oh, das ist voll konkret so, ne? Hab ich den voll mit dem Schlagstock der Zähne aus dem Flughafen geballert auf den GTA 5. Und ich denk mir nur so, what the fuck? Ja, nee, ist klar, ne? Hast du gerade meine Scheibe kaputt gemacht? Nein, die ist noch heil. Alter, du... Warum steckst du deinen Arm durch das Glas? Verstehe es nicht, aber ich find's geil. Das ist ungesund. Ich find's geil. Das kann schwere Schnittspuren hinterlassen. Ah, ja, Schnittverletzung. Juhu, ich hab zu tun. Oh. Weißt du, was auch geil war? Habe ich vorhin erfahren, dass mein Vater morgen früh mein Auto braucht. Ja. Ich auch cool. Nice. Ja, hab ich mir auch gedacht. Wie willst denn du dann morgen nach Meckes kommen? Ja, der ist ja mittags Arsch wieder da. Welt. Der ist ja nicht den ganzen Tag unterwegs. Ja, ich bringe ja morgen mal einen Smoothie mit. Ja, aber verlang bitte nicht von mir, dass ich das Zeug trinke. Oder esse oder was auch immer man damit macht. Alter, du probierst das. Verlang nicht, dass du das austrinkst, aber du probierst das Ding. Alter, hast du gesehen? Der wollte mir voll in die Karre ziehen, der Sack. Hab ich gesehen. Ey, war bestimmt der 8- oder 9-jährige Kitty mit deinem Schlagstock da. Ey, ohne Scheiß, ich fand die Story so genial. Ich muss mich voll zusammenreißen, nicht lachen vom Fahrrad zu fallen. Ah, ey, du bist echt hardcore, ey, bei dem Wetter draußen noch Fahrrad zu fahren. Alter. Du weißt, wie ich letztens laufen war, also. Ja, ich war ja auch letztens laufen. Story erzählst du. Wie warst denn du letztens laufen? Meinst du, wo du nackt durch den Wald gesprintet bist? Ja, genau das. Auf der, weil du, wo ich nicht mehr sprechen konnte. Weil die Polizei dein Meth-Labor gefunden hat? Weil ich nicht mehr sprechen wollte und du dich dann gewundert hast, warum ich denn so still bin. Ach so, ja. Ja, ihr müsst wissen, der Fabian, der hat manchmal so ein paar, Macken. Macken, genau. Nee, an dem Tag, hatten wir Lehrgang und, sagen wir mal so, es sind nicht alle Küchen so geil wie unsere. Ach, die Story meintest du, wo du dann noch fett kotzen warst? Ja, und es lief dann darauf hinaus, dass wir uns mittags zum Laufen verabredet hatten, beziehungsweise abends. Und ich habe gesagt, okay, du hast dich verabredet, das hältst du natürlich auch ein. Kurzform, wir sind gelaufen, Fabian ist kurz kotzen gegangen, dann sind wir weitergelaufen. Ja. Quasi. So, ich würde sagen... Obwohl, Alter, scheiße, dann kann ich ja gar nicht mehr sagen, ich bin Speifeise 10. Nee, kannst du auch nicht. Wie machen wir das? Tanklaster Clown? Alter, guck dir mal bitte den Hundenrucksack an. Ich hab's gesehen. Komm, hüpf rein. Oder fahr du mit meinem Auto hinterher. Wow! Kommst mit, mein Auto steht auf der Straße, ne? Kommst mit hinterher. Du hast mich gerade überfahren, du Föhn. Ich hab dich nicht überfahren. Das ist ein natürlich. Alter, ich muss mit dem Teil jetzt die Cops abschütteln. Alter, ich muss den Hundenrucksack loswerden, ey. Das geht gar nicht klar. Kannst du mir mal bitte sagen, wie ich jetzt die Cops loswerde? Ich meine, das Ding ist ja auch nur irgendwie 3 Kilometer lang. Ey, ohne Scheiß, das kannst du knicken. Wie gut, dass die jetzt gerade nicht in der Nähe sind hier. Ich sag mal so, gib Gas, ne? Ich geb grad Vollgas. Ich sag, wir biegen jetzt einfach mal so ganz geschmeidig links ab.
Man, wer drängelt denn da hinten so? Ob ich mich hinten an die Leiter hängen kann? Okay, die Cops kommen. Wenn ich sehe, wie du fährst, lass ich das mal lieber. Alter. Sei froh, dass du das Ding nicht fährst. Wären wir hoffnungslos verloren. Ja, dann würde das Ding jetzt schon in Schock. Oh, lustige Idee. Warum haben wir nicht den amerikanischen? Den Armee-Hubschrauber, den Chinook. Das hätten wir auch machen können. Weißt du was? Ich fahr jetzt mal hier. Biege ich jetzt mal ab. Haha, wir sind die Cops los. Geil. Ich wollte gerade meinen Tundenrucksack loswerden. Wir haben die Cops übrigens immer noch am Arsch. Also ich nicht mehr. Suchen die fahren aber hier noch. Vorne, die fahren hier vorne. Boah, sind das blinde Fische, Junge. Das sind. Du fährst hupend an denen vorbei. Die sehen dich nicht. Jetzt sind sie los. Sind sie weg. Ich hatte sie vorher schon los. Aber das war jetzt irgendwie ein bisschen einfach, oder? Fallschirm aus. Direkt zuvor sich mal die Mikro-MP auswählen. Wo ist sie da? Das finde ich scheiße, dass du nicht alle Waffen auswählen kannst. Ja gut, aber ich meine, so eine AK mit einem an der Hand aus dem Fenster wäre auch ein bisschen übertrieben, oder? Das geht, wenn du auf dem Brett stehst, da von dem Truck. Von dem Truck von meinem SUV, meinst du? Ja. Den solltest du übrigens mal umlackieren. In Rot ist der potten hässlich. Ich finde den in Rot mega geil. Du hast ja auch keinen Geschmack. Wow, sag Alter! Das nochmal. Das ist dein Auto, das soll mir egal sein. Ist mir scheißegal, der ist versichert. Jetzt ja? Gibt's auf die Muschi. Kauf du dir mal deinen Challenger. Wow! Oh, scheiße, hier kommt ein Zug. Alter, das hätte fast geknallt. Fast. Wie bei Fast and Furious hier. Hab ich noch nie gesehen. Ich sag mal so, wenn man sich nicht wirklich für Autos interessiert, hat man nichts verpasst. Die ersten ein, zwei Teile sind noch gut. Der fünfte geht eigentlich auch und den sechsten habe ich noch nicht gesehen. Alter, ey. Also ich muss ja sagen, die Mission ist irgendwie ein bisschen leicht. Solange wir da gut für bezahlt werden, ist mir das relativ latte. Ich denke mal, wir kriegen so 3, 3,5 dafür. Auch wenn das Benzin in dem Truck hier wahrscheinlich um die, was werden dann sein, 80.000, 90.000 mindestens wert ist. Ich habe keine Ahnung, wie viel hier drin ist. Viel. Yeah. Wahrscheinlich. Scheiße, ne? Ach, ist mir egal. Guck mal, jetzt legt der legt sich mit dir an. Der will was von dir. Wo müssen wir denn hin? Der weiß schon, dass ich die größere Puste hab. Das glaube ich nicht. Alter, kannst du nicht mal vernünftig mit meinem Auto umgehen? Das ist gleich kein Auto mehr. Ist wirklich so. Hey, der Sack blockiert mich. So stoppt man einen Sattelzug. Der Sattelzug stoppt dich. Alter! Ich komm den Berg nicht hoch. Ich glaube, der ist voll beladen. Also ich gebe gerade Vollgas, ne? Nur falls du dich irgendwie fragen solltest. Fabian verpasst erstmal eiskalt die Einfahrt. So, ich hoffe, wir werden hierfür jetzt auch gut bezahlt. Der Tanklaster wurde von Alabama 1994 abgeliefert. Ja, kein einziger Schuss ist gefallen. Das stimmt nicht. Ach, du hast geschossen. Na, guck mal, gut geschätzt 3000 haben wir gekriegt. Hast du Bock auf ein Radrennen? Radrennen? Ja. Können wir machen. Oh, die Mission war aber geil. Ja, die war geil, das stimmt. Das Truckfahren hat mir gefallen. Tatsache, du hast 2 Kills gemacht. Soll ich dich in deinem Auto mitnehmen oder sollen wir von hier direkt weiter... Immer auf aktualisieren. Alles klar. Aber nur weil du es bist und so nett gefragt hast. Ja, juhu! Können wir nochmal aktualisieren? Ja, ne? Einmal noch, ne? Ja. Ähm.
Echt? Senora Freeway willst du fahren? Ja, Überlebenskampf auf dem Schrottplatz haben wir ja schon mal gemacht. Ja, noch nicht in der Aufnahme. Ach nein, haben wir es noch nicht in der Aufnahme gemacht? Nein, haben wir noch nicht. Ah, ja, dann müssen wir Aber das machen machen. wir auch noch. Machen wir noch. Der Abend ist noch Oh lang. ja. Aber gut, dann fahren wir jetzt ein Rennen. Womit fahren wir denn? Die Räder, Luft, Motor. Hey, du bist ja witzig. Punkt zu Punkt, Motorräder. Muscle Cars können wir nehmen. Motorräder, wie wäre das denn? Motorräder kann ich gar nicht. Doch, kann ich wohl auswählen. Natürlich. Was Alles zum Beispiel? klar, fahren wir mit Muscle Cars. Motorräder, 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 Motorräder. Komm, wir gucken mal, ob noch ein paar dazukommen. Motorräder, Motorräder. Rennrädern wäre das bestimmt geil. Oh ja. Wir können ja gleich Motorradrennen fahren. Lass mal gucken, ob jetzt noch ein paar Leute in die Lobby kommen. Ich will's hoffen. Leute! Wir können ja auch, wir können auch Dart spielen. Können auch Dart spielen, das wäre auch eine lustige Sache. Warum hast du denn ein höheres Fahrenlevel als ich? Ah, guck mal, da kommt noch einer. Ein höheres Fahnenlevel. Der gute Guy Voyant. Guy, wie, wahrscheinlich Franzose. Wuckele. Wann läuft jetzt eigentlich Escape an? Am 14., ne? Ich hab keine Ahnung. Soll ich dir was sagen? Die GoPros, auf die ich auf eBay anbieten war, ne, die sind schon wieder in immense Höhen geschossen. Definier das mal näher. Knapp 200. Das ist doch mal eine Aussage. Boah, ein Sonnenuntergangsrot sieht der geil aus. Falls wir gewinnen sollten, gönnen wir uns ein Bier. Natürlich setzen wir mal 300 auf mich. Sind ja gar nicht eingebildet oder so. Aber ich meine, bei so einem schnieken Kerl, ne? Alter, geh mal fett auf der Couch masturbieren und komm gleich wieder. Du hast auch den Weg zum Mustang gefunden? Das geht gar nicht. Tatsache, wir haben denselben. Wir fahren alle Mustang. Wir Alles fahren alle klar. Mustang. Mustang-Werksrennen. Oh, es wurden nicht genug Wetten platziert. Ihr seht aber auch gleich aus. Da wird halt ja total schwer zu unterscheiden, wen ich jetzt rauskicke. Komm, gib Gas. Klar, der lässt sogar schön viel. Alter, ich wollte gerade sagen, er lässt sogar schön viel Platz. Bin jetzt mal dick gedreht hier. Hey, da zieht selbst der Fabian an mir vorbei. Das ist nicht richtig so. Kann ich nicht stehen lassen. Klar, Fabian knockt sich selber aus. Sah ja fast Cobra 11 mäßig aus. Oh. So ein Mustang gleich. Ist ja schon irgendwie geil, der Wagen. Der Wagen ist geil, das stimmt. Wenn man den dann noch ein bisschen pimpt. Bisschen. Ah, da vorne ist der kleine Pisser. Ach ja, übrigens, der Andi möchte gegebenenfalls mit GTA aufnehmen, ne? Ja, kann er machen. Hab ich ihm auch gesagt. Müsste ihn halt nur mal anschreiben, dass wir mal einen Termin ausmachen, wann. Ja. Sollte machbar sein. Der kriegt gerade voll den Tunnelblick auf den hier. Tunnelblick, 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 Tunnelblick. Halt, boy! Klar, Fabian hat einen Abgang gemacht. Ich hab Obststände zerlegt. Hast du dir noch direkt einen Apfel mitgenommen? Apfelsine. Alter, ohne Witz, Kaisers hat er noch auf, oder? Weiß ich nicht. Wisst ihr, ich überlege jetzt gerade nach Kaisers zu latschen und mir Smoothie zu holen. Alter! Das kann nicht wahr sein, hat mich schon wieder gedreht. Aber ich habe mir auch ein bisschen ungünstig geschnitten, das gebe ich ja zu. Oh, gib Gas! Mehr Gas! Ja, das haben die damals auch gefordert. Da fällt mir gerade wieder das eine Katzenbild ein, was Diana in die WhatsApp-Gruppe geschickt hat. Oh ja. Den kannte ich sogar noch nicht, da muss ich ja scheiße. Den kenne ich seit gestern, den hat Olli mir gestern geschickt.
Jetzt hat der Pisser doch tatsächlich gewonnen, ey. So ein Scheiß. Wow! Ey, da habe ich erstmal einen dicken Abgang gemacht. Ja, nicht nur du. Ey, das musst du dir ansehen. Ich bin geflogen, Junge, wie ein Vogel. Ich bin gerade voll von Stein gefahren und hab mich doppelt überschlagen. Ich hab die Brücke verpasst. Wie ist das denn möglich? Ja. Obwohl ich sag, so, wow, ich sag mal lieber nix, ich muss da nämlich hier auch noch drüber. Mann, ey. Guivion, du hörst dich an wie Mineralwasser. Der Streck ist trotzdem klingt, geil. Der klingt wie, und gleich schwingst du dich auf eine Koralle, du Sau. Ich hab hast du mit sowas Erfahrung? Ich hab übrigens gerade den Ausgang der Brücke verpasst. Ah, wie kann man denn den Ausgang der Brücke verpassen? Der Seitenstreifen, also die Balustrade hing ein Stück an der Seite raus. Hm. Meine Fresse, ist der Typ hässlich. Ich hab das Bedürfnis, dem in die Visage zu schießen. Ohne Witz! Sofortige Gesichtschirurgie, das kann man doch nicht stehen lassen. Nee, das stimmt wohl. Bring Brechreiz geschlossen, ey. Hatte ich eben auch so einen Typen, ne? Hat die Käppi halb auf und Kopfhörer um Hals. Komische Turnhose an und hat eine Martinstüte in der Hand. Und ich denke mir nur echt so, boah, ey, ohne Scheiß. Wofür hast du gewotet? Aktualisieren. Ja, Mann. Und ich denke mir echt so, ey, leck mich doch am Sack, das geht gar nicht klar. Das ist geil, Geländerundstrecke durch die Ölfelder. Alter, was ist mit Fallschirmspringen? Kommt noch. Okay, dann nicht. Ich finde das immer so geil, wie Fabian sich meiner Meinung beugt. Der muss ich habe ja. Ihn in der Hand. Du darfst mich ab sofort auch mit mein Herrscher anreden. Sei ich auch am Sack, ey. Ja, komm doch rüber. Geländewagen, Anzahl Runden machen wir mal 3. Eigene Fahrzeuge mal aus, damit war da kein unfairen. Aber Vorteil Alter, haben. Ich konnte nicht, das war eine ganz faire Entscheidung. Ich musste mich gerade beugen. Nach vorne? Alter, dazu muss ich dir. Ich muss dir mal kurz was schicken. Nee, mach ich nachher. Mach das. Sag mal, gucken, ob jetzt noch ein paar Leute hinzukommen. Ja, guck mal, da kommt noch einer. Wunderbar. Können wir mal eben was trinken? 40 Sekunden hast du noch. Jo, natürlich hat er sich nicht gemutet, bevor er geht, damit man auch das ganze Knattern noch im Hintergrund hört. Oh, nee, ey. Tja, dann mache ich jetzt hier mal den Alleinunterhalter. Fabian meinte ja wieder, spontan einen Abgang machen zu müssen. Ja, mach's ja nix. Ach komm, 4 Leute noch, schnell. 8 Sekunden habt ihr noch. Haut rein. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Na gut, fahren wir mit 4 Leuten. Ist wahrscheinlich auch besser, wenn wir da jetzt mit 8 Leuten irgendwie durch die Gegend heizen. Damit der Fabian gleich nicht meckert, machen wir dann auch mal ein Motorradrennen. Was kann ich nicht mehr? Damit du nicht meckern kannst, habe ich gesagt, machen wir gleich mal ein Motorradrennen. Mal denn mal hellgrün, blau, hellblau. So, ah, und aus. Ich hole mir mal eben was zu trinken, wurden Lebkuchenherzen mit Füllung. Keine Ahnung, wie die schmecken. Für eine perverse Kanalratte. Sind von Aro. Was ist denn Aro? Das ist ein Industrielebensmittelhersteller. Ach so, ich wollte gerade fragen, ob man das essen kann. Die sind 17 verloren, 18. Oh, ist schon eine ganz gute eigentlich Quote, ganz oder? Gut. Ja, ich hab mir gerade ein Viertel Liter Wasser reingepfiffen. Dann viel Spaß, wenn das gleich anfängt zu laufen. Einfach laufen lassen. Oh, was hast du denn gegönnt? Ein kleines Quad? Was ist eigentlich aus deinem Quad geworden? Hast du nicht überlegt, dir mal irgendwie eins zuzulegen? Eigene Wohnung ist mir wichtiger. Alles klar. Fabian wird also weiterhin beim 20 cm Neuschnee mit dem Fahrrad durch die Gegend heizen. Alter, so viel Eier hast du nicht in der Hose. Meinen ersten Platz verteidigen, es ist mir nicht gelungen. Hauptsache ich komme vor Fabian ins Ziel, das ist jetzt mein erklärtes Ziel. Alter, da will mich das Mineralwasser schon wieder zur Seite drücken. Wenn das dein Ziel ist, dann hast du keine wirklich hohen Ziele. Ich muss mir ja auch Ziele setzen, die ich erreichen kann. Ich setze mir immer Ziele, die ich nicht erreichen kann. Spielst du auf was Bestimmtes an?
Nein, ja doch, aber nicht das, was du jetzt denkst. Achso, okay. Was denke ich denn? Na gut, da gehen wir jetzt nicht hier drauf ein. Deine Masturbationsvorstellungen haben hier nichts verloren. Du meine? Nee, das kam jetzt komisch. Du hast also quasi indirekt zugegeben, dass du Masturbationsvorstellungen hast. Ja, aber nicht von dir. Das will ich auch stark hoffen. Das war so geil, ich hab letztens die erste Staffel von New Girl geguckt. Falsche Wortwahl, Alter! Und da kam dann auch, da haben die dann auch der Jess gestanden, dass die halt schon mal, wenn die dann halt selber Hand anlegen, von ihr träumen. Hä? Ich war voll entsetzt. Okay, einfach wär nur. Wäre ich eine Frau, wäre ich auch entsetzt, mal ganz ehrlich. Naja, ne? Vor allem, das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, von den Frauen, von denen du dann denkst, dass du von ihnen an ihnen Hand anlegst, die wissen ja dann nicht mehr, dass du an sie denkst. Ja. Aha. Ich hab's geschafft, dich zu verwirren. Nein, verwirrt bin ich nicht. Ich bin nur gerade konzentriert. Halt dein Hirn aus, es ist einfacher. Ja, damit ich dann auf dem letzten Platz rumgucke, wie du, stimmt das überhaupt? Ja, du guckst tatsächlich auf dem letzten Platz rum. Ich hab auch wesentlich mehr Muschi, weniger Muschi unterm Hintern als du. Warte, du hast wesentlich mehr Muschi als ich, ist klar. Okay, dann hast du halt gewonnen. Fabians Geständnis, er ist eine Frau. Oder ist das wie bei dir, wie bei mancher Pflanze, dass du so ein Zwitter bist? Irgendwie kriege ich gerade Bock auf Rammstein. Ah ja. Was hat Rammstein mit Zwitterpflanzen zu tun? Nee, gib mal Rammstein Zwitter ein, das ist ein Song von denen. Ach so, ja gut, was Rammstein angeht, bin ich ja absolut up to date. Wow, ich bin tot. Du bist tot. Du kannst doch einfach sterben. Der Betonblock war irgendwie. Ich hab grad fast die Abzweigung verpasst. Hertha. Hertha BSC. Arsch, die gehören alle. Die gehören verbrannt. Was hier jetzt hier gerade. Ohne Witz, wenn ich. Ich hab keinen größeren Hass auf den Fußballverein als Hertha. Wieso das denn? Ja, finde ich leid. Und ich meine, ich bin jetzt kein Fußballfan, also nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie für irgendeinen Partei ergreifen würde, aber die hasse ich abgrundtief. Ah, also ja. Nicht nur so ein bisschen so, oh ja, ich kann die nicht leiden, sondern so wirklich so, bam, in und your face. Was sagst du zum Thema Bayern München? Gott, die sollen machen, was sie nicht lassen können. Alter, du bist sowas von bei mir unten durch. Also ich bin jetzt kein Hertha-Fan, ne, aber... Alter... In Bayern muss man dann ständig was unternehmen gegen die... Ja, natürlich, aber ganz ehrlich, da haben wir nichts, das können wir nicht. Dann kaufen sie sich halt die anderen Fußballmuschis, die da verheizen können. Du hast es aber heute mit deinen frauenfeindlichen Anspielungen. Ja, ne? Ich bin heute irgendwie. Ich muss nachher mal wild auf der Couch masturbieren, vielleicht tut sich dann da was. Dabei bin ich der sich vorhin vor der Aufnahme noch eine Dose Red Bull reingepfiffen hat. Kriegst du übrigens noch eine von mir? Nein, vier. Wollen ja nicht größenwahnsinnig werden. Ich bin nur wir um deine Gesundheit. Ich bin nur um deine Gesundheit besorgt. Wir hatten vier abgemacht. Ich bin nur um deine Gesundheit. Ich hab übrigens gewonnen, ne? Immer so nebenbei. Alter, ich hab $10.800 gekriegt.